Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es unter anderem um Averland. Die haben ein Debütmusikvideo am Start. Wir haben Blue Hour Ghost am Start, die bei Rock Shots Records unterschrieben haben. Die belgische Band Cellar Twins haben eine neue Single veröffentlicht. Immortal Guardian covern einen Song von der Band Fight und noch vieles mehr. Los geht's mit Averland aus Frankreich. Diese begrüßen ihre Fans in ihrer symphonischen und operativen Metal-Welt mit ihrem Debüt-Musikvideo Theater of Sorcery. Der Song ist der Titeltrack ihres bevorstehenden Debütalbums, das im April diesen Jahres über Rock Shots Records erscheinen soll. Das ganze Album wurde von dem 22-jährigen Wunderkind Adrian G. Chuck inszeniert, geschrieben und komponiert. Inspiriert von heroischer Fantasie, Geschichte, Mythologie und Esoterik beschloss Chuck, ein episches Storyalbum mit 8 Charakteren zu erstellen. Das Debüt mit dem Titel Theater of Sorcery wird ein Theater-Metal-Album sein. Eine Geschichte eines jungen Zauberers namens Adam Willstorm erzählt, der die Rettung sein könnte, das Licht in das Königreich Averland zurückzubringen, und während seiner Reise muss er lernen, seine Kräfte zu kontrollieren. Die Band Alexander besteht aus Kyle Alexander MacDonald, der für Voices, Bass und Substance verantwortlich ist. Der hat bei der kanadischen Mantra Doom Band zusammengespielt. Und Jörg Alexander Schneider, der für das Schlagzeug und Percussion zuständig ist, der deutschen Free Jazz Band Chiles Mountain Duo. Dieser hat mit der Band Alexander ein neues Video mit dem Titel Runes von ihrem Debütalbum I im vergangenen Oktober über Super Bob Records veröffentlicht. Jörg Alexander sagt dazu: Für mich symbolisiert der Track und das Konzept von Alexander eine Zukunft von Mensch und Erde, der keine Grenzen, keine Klischees, keine Barrieren mehr existieren. Es geht weit über Worte und Rhythmen hinaus, metaphysische Erforschung, wo nur Klänge und Stille existieren. I ist über Super Bob Records auf 12-Inch LP erhältlich. Als nächstes hätten wir Blue Hour Ghosts. Diese haben kürzlich bei Rock Shots Records unterschrieben für die Veröffentlichung ihres neuen Albums Due, das am 12. Februar angekündigt, und die teilen unter anderem ein Musikvideo für ihre zweite Single On Black Clouds. Das Musikvideo wurde von dem talentierten Multimedia-Künstler und Musiker Snorren Drake gedreht und inszeniert. Das Musikvideo zu On Black Clouds kann natürlich auf YouTube angesehen werden. Cellar Twins sind eine belgische Melodic-Rock-Band, die teilen die Single Solace. Die dient zur Unterstützung der Wiederveröffentlichung von Duality. Das Album wurde am 29. Januar über Rock Shots Records veröffentlicht. Solace ist ein progressiv orientierter Song, der eine Reflexion über Materialismus und die Vergänglichkeit physischer Besitztümer vermittelt. Die Band Cellar Twins wurde 2014 gegründet und debütierten 2017 mit ihrer selbstbetitelten EP und der Lead-Single bzw. dem Video My Shell. Die EP war das Sprungbrett der Band mit ihren Heavy Rock Riffs, den hochfliegenden Lead-Lines, den tiefen Texten und dem rundum guten Hörerlebnis mit ihrem belgischen Progressive Alternative Rock Flair. Etwas ganz Spezielles haben wir mit Wies Mystica. Diese bieten Flucht aus dem Alltag und entführen die Hörer mit ihren von Star Wars Knights of the Old Republic inspirierten Power Metal in eine fantastische Welt magischer Kräfte und epischer Geschichten. Sie nehmen nicht nur großen Einfluss von anderen Bands auf, sondern besitzen auch einen einzigartigen Stil, der sich in der Power-Metal-Landschaft behauptet. Ihr 2021er Album Celestial Wisdom ist eine fantastische Reise in eine Welt voller mystischer Kräfte und weitläufiger Landschaften mit einem klassischen Kampf zwischen Gut und Böse und vielen denkwürdigen Orten und detaillierter Geschichten. Die Band teilt ihre dritte Single Whispering Wind of Fate von der bevorstehenden Platte. Into the Pit heißt der Song. Dies ist der erste von vielen Immortal Guardian Kollaborationscovers. Es ist die Version des Klassikers von Rob Halfords Band Fight. Für das Titelvideo arbeitete Immortal Guardian mit Metal Mike und Leandro Cacciolo zusammen. Nachdem Immortal Guardian mit ihrem gefeierten Debüt Age of Revolution aus dem Jahre 2018 ein neues Publikum gewonnen und unermüdlich mit anderen Schreddern wie Marty Friedman, Power Glove und Ex-Mortus auf Tour gegangen waren, versammelten sie sich letztes Jahr in Las Vegas, um mit der Aufnahme ihres zweiten Albums zu beginnen. Digitale Vorbestellungen für CD und Liedervinyl in limitierter Auflage für Psychosomatic
die am 12. Februar diesen Jahres von M-Theory Audio veröffentlicht werden, sind ab sofort unter der Immortal Guardian Website erhältlich. Without Mercy aus Vancouver hat im vergangenen November ihr weltbewegendes Album Seismic veröffentlicht und ein neues Musikvideo veröffentlicht mit dem Titel I Break the Chain. Without Mercy's jüngstes Album enthält 9 angreifende, groovende Death Metal Tracks, zu denen sogar die besonderen Gäste Jeff Loomis auf dem Eröffnungstrack Thunderbird und Chris Broderick auf Disinfect the Soul spielen. Seismic wird von Block Blast Distribution, natürlich powered by Nuclear Blast, vertrieben und folgt der 2016er EP Mujido. Die überwiegende Mehrheit des Materials für Seismic wurde in den letzten 4 Jahren mehrmals geschrieben und überarbeitet. Without Mercy war nicht bereit, Füller zu platzieren, um irgendetwas zu verbessern. Das war schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, nehmt ein Abo mit. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bei den nächsten News oder im nächsten Review. Macht's gut.